Das neue Werwolfs-Gameplay-Pack ist noch gar nicht erschienen, aber trotzdem gibt es schon wieder große Neuigkeiten. Das Thema und der Name der nächsten großen Erweiterung für die Sims 4 wurde veröffentlicht. Mehr dazu in diesem Video. Es gibt eine News nach der anderen. Bald werden wir wieder eine neue Erweiterung für die Sims 4 bekommen, dessen Thema bereits geleakt wurde. Diesmal aber nicht von einem Keyseller oder Online-Shop, sondern von EA selber. Die Entwickler starten öfters mal Umfragen zu verschiedenen Aspekten von The Sims 4, um Feedback und Kritik zum Spiel direkt von den Spielern sammeln zu können. So auch die aktuellste, die vor wenigen Tagen an verschiedene Spieler gesandt wurde. Hier wollten die Entwickler in einer Frage wissen, ob wir bereits eine Erweiterung aus der Liste gespielt haben. Neben den uns allen geläufigen Packs wie An die Uni oder Großstadtleben steht hier aber ebenfalls eine Erweiterung namens High School zur Auswahl, die es so noch gar nicht gibt. Ein Leak dieser Art hatten wir bisher auch noch nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wann wir was vom neuen Erweiterungspack sehen werden. Unter dem von Sims Community geteilten Beitrag haben ebenfalls noch andere Nutzer dieselbe Umfrage mit der gleichen Highschool-Antwortoption geteilt, bei denen aber die Fragen in einer anderen Reihenfolge waren. Ich persönlich bin wirklich gespannt, was wir mit einer Schulerweiterung für Inhalte bekommen werden. Meiner Meinung nach ist es ein wenig komisch, dass die Entwickler das Uni-Thema von der Schule abtrennen. Auch habe ich ein wenig Angst, dass gewisse Elemente aus der bereits im Jahr 2019 erschienenen Erweiterung nochmal recycelt werden. Lassen wir uns einfach überraschen, was die Entwickler sich für dieses größere Pack einfallen lassen haben. Natürlich können wir uns nicht zu 100% sicher sein, da es ansonsten noch keine Hinweise oder eine offizielle Bestätigung von den Entwicklern gab. Aber auch der Fakt, dass kein SimGuru dieses Pack dementiert hat, ist sehr verdächtig. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr auch über diese Erweiterung informiert werden wollt. Ungefähr 57% aller meiner Zuschauer haben den Kanal nämlich nicht abonniert. Was denkt ihr über die nächste große Erweiterung? Hätte es für euch auch ein anderes Thema sein können? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.